Und schön, dass ihr wieder da seid. Ich muss das Fenster zumachen. Heute ist Freitag. Mein Kleiderschrank-Ausmist-Video ist gerade online gegangen. Oben hinterm i findet ihr das natürlich und unten in der Infobox. Ich habe mir gerade meinen zweiten Kaffee gemacht und dachte mir, jetzt ist vielleicht mal langsam Zeit, das Intro, den Laberteil für mein Food Diary diese Woche zu drehen. Und das mache ich jetzt. Ich habe eine Woche lang jeden Tag mein Essen gefilmt, eigentlich eher so als kleines Experiment für mich auch und dachte mir, ich bastel da wie aus meinem Outfit-Video-Wochen-Diary ein Food-Diary für eine ganze Woche zusammen. Ich weiß gerade nicht, warum ich dieses Video im Schlafzimmer starte. Eigentlich müsste es doch in der Küche starten, wo es um Essen geht. Moment! So, ich glaube, das ist die passendere Location für mein Wochen-Food-Diary. Disclaimer, es ist kein Paleo-Food-Diary, weil ich nämlich gemerkt habe, dass Paleo mich in letzter Zeit eher unter Druck gesetzt hat, als dass es mir bei meiner Ernährung geholfen hat. Das war immer so, ja, ich schaffe es jetzt nicht, irgendwie was Paleo-Food-mäßiges vorzubereiten oder einzukaufen. Ach, dann kann ich auch irgendeinen Schmarrn essen, Kekse und Kuchen und Schokolade und sowas. Also dahingehend hat es einen negativen Effekt gehabt. Nicht, dass jetzt Paleo irgendwie schlecht gewesen wäre, sondern einfach, ich habe mich so unter Druck gesetzt, dass das eher nach hinten losgegangen ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber zurück zum eigentlichen Thema, dem Food Diary. Ich habe eine ganze Woche gefilmt, damit ihr wirklich so einen Überblick bekommt und auch um mich so ein bisschen zu motivieren, wirklich die ganze Woche gesund zu essen oder gesünder und ordentlicher und bedachter zu essen, als wenn ich nur einen Tag filme, weil dann strenge ich mich ja den einen Tag total an und den Rest der Woche ist so bedumm. Ja, und ich habe fleißig mitgeschrieben und würde sagen, wir fangen an mit dem Montag, denn damit hat die Woche ja gestartet. Natürlich gab es am Montag eine große Tasse Kaffee, die wird mich durch die ganze Woche begleiten. Dazu habe ich mir einen Paleo-Crepe gemacht, einfach weil ich Bock drauf hatte. Den habe ich belegt mit Erdnussmus, gebratenen Äpfeln, was sehr lecker ist, eigentlich super weihnachtlich. Vor allem in Kombination mit dem Zimt. den ich noch dazu gepackt habe, aber ja, es war sehr lecker und einfach ein perfekter Start in die neue Woche. Zum Mittag gab es dann eine Karotten-Curry-Suppe. Sonst mache ich immer eine Süßkartoffelsuppe, aber es waren gerade Karotten so cool im Angebot und ich dachte, ich probiere das einfach mal aus und die hatte ich vorgekocht, was sehr hilfreich war, weil ich das so im Laufe der Woche einfach ein bisschen verteilen konnte, eingefroren und immer dann, wenn es stressig wurde, konnte ich die Suppe essen. Als kleinen Snack zwischendurch habe ich einfach ein gekochtes Ei gegessen, weil ich gemerkt habe, mir fehlen die Snacks schon ganz schön, so ganz einfach abschaffen kann ich die nicht. Zum Abendessen habe ich uns dann ein Filet gemacht, jedem ein kleines mit so Süßkartoffelwürfeln einfach angebraten. Das war sehr lecker und dazu natürlich eine kleine Portion Salat. Bisschen was Grünes muss ja sein. Und als Nachtisch, den konnte ich mir nicht verkneifen, gab es einen Kakao. Am Dienstag war ein sehr stressiger Tag und ich habe mich mal wieder an Haferflocken gemacht. Einfach ein Porridge mit kernigen Haferflocken. Das habe ich mit Wasser aufgegossen und mit Erdnussmus und Weintrauben getoppt. Das Mittagessen am Dienstag hat mein Liebster gemacht. Er hat so eine Art Asia-geschnetzeltes, auch aus Rindfleisch gemacht. Und dazu gab es ein Spiegelei und ein bisschen Salat. Perfekt für die Sportroutine, die Sportrunde, die ich danach einlegen wollte. Und auch hier konnte ich mir den Nachtisch nicht verkneifen und habe mir einen Eiskaffee mit Sahne gemacht. Fürs Abendessen habe ich mich mal an was Neuem probiert. Ist das richtig? Ja. Ich habe einfach Grillgemüse gemacht, weil ich dachte, so richtig Grünzeug hatte ich heute noch nicht. Das bisschen Salat vom Mittagessen reicht mir irgendwie nicht. Und habe einfach Paprika, so rote und gelbe in eine Pfanne geschmissen, eine ganz heiße und dazu auch Zucchini, das einfach ganz scharf angebraten, dass es wirklich so wie vom Grill ist, so noch knackig, aber mit so ein bisschen Röstaromen und darüber habe ich einfach Feta-Käse gestreut und Salz und Pfeffer und ein bisschen Knoblauch und es war ziemlich lecker und es hat auch wirklich satt gemacht, also am nächsten Morgen hatte ich natürlich großen Hunger, aber so als Abendessen, als leichtes fand ich das sehr, sehr lecker. Mittwoch. Aus dem Grünen gibt's das Essen vom Mittwoch und zwar mit einem Frucht- und Nussmüsli, das ich getoppt habe mit Banane, Weintrauben und natürlich wieder Zimt. Ohne Zimt geht gar nichts und dazu gab es einen Kaffee. Während der Schrank-Aussortier-Aktion gab es dann eine kleine Portion Cashewnüsse. Zum Mittag
hat der da Wildlachs mit Reis und Lauch gekocht. Das war sehr lecker und vor allem fand ich Wildlachs auch mal ganz interessant. Wir essen sonst immer nur die normalen orangenen Lachs, aber der war auch sehr lecker. Den zweiten Snack des Tages habe ich mir dann mit Franzi geteilt, beziehungsweise mit Franzi eingenommen. Das war ein Smoothie bei Dean und David. Der war sehr lecker, aber ich fand ein bisschen sauer. Und weil es am Dienstag so lecker war, gab es auch am Mittwochabend nochmal Grillgemüse. Diesmal allerdings mit Tomaten als extra Beilage und natürlich wieder Feta-Käse. Das ist sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Solltet ihr mal ausprobieren. Ist jetzt so mein Go-To-Abendessen, wenn es schnell gehen soll und das Gemüse am Tag gefehlt hat. Willst du ein Outfit of the Day machen? Und mit dieser tollen Aussicht gibt es das Menü vom Donnerstag. Am Donnerstag gab es zum Frühstück wieder ein Porridge. Ich weiß, super spannend, aber es geht einfach schnell und ist einfach gemacht. Zum Mittagessen habe ich mir dann einfach wieder was von der Currysuppe warm gemacht. Ich habe da ein bisschen Reis reingeschmissen, weil ich riesigen Hunger hatte, weil ich keinen Snack gegessen hatte. Und ich habe auch nicht nur diese eine Schüssel gegessen, sondern ich habe zwei Schüssel gegessen. Und zum Abendessen waren wir bei Vacchiano. Ich habe mir einen kleinen Antipasti-Teller gegönnt, der wirklich sehr, sehr lecker war. Und ich habe nur ein Stück Brot gegessen mit ganz viel Knoblauch. Das war super lecker. Und zum Nachtisch habe ich bei Stefan ein bisschen genascht, nämlich Dolci nennen sie das. Das sind so ganz viele verschiedene Mandel- und Nusskekse und die sind so lecker und ich musste einfach mal abbeißen. Davon gibt es keine Videoclips, aber ich blende euch jetzt die Instagram-Bilder davon ein. Was es heute am Freitag gab? Kaffee, einen grünen Smoothie. Achtung, Eigenwerbung. Ich verlinke euch unten in der Infobox ein Video, wo ihr drei Rezepte für grüne Smoothies findet. Was haben wir noch gegessen? Als Pre-Sport-Snack gab es dann nochmal ein kleines Porridge. Und zum Abend- bzw. Mittagessen zusammen, da hinten ist übrigens die Siegessäule, gab es einen Schleusensalat im Schleusenkrug, der war sehr lecker, und ein Stück Erdbeerkuchen, das so schnell weg war, dass ich es nicht vloggen konnte. Und jetzt müssen wir über die Straße. Ich bin gespannt, wie euch dieser etwas andere Food-Vlog gefallen hat. Eigentlich war er ja nur länger als sonst und Mücken. Wenn ja, lasst mir einen Kommentar da oder einen Daumen, damit ich weiß, dass ich das nochmal machen soll. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss, mir hat Spaß gemacht.